Ein schönes Scootkick in die Runde und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal zum neuen Future Stars Event. Ihr seht es hier schon, wir haben den guten Moussa Dembélé, Future Star, 90 Tempo, 86 Schießen am Start, 4 Sterne Skills, richtig geile Karte. Und um den gibt es heute ein Squad Builder Battle. Und dazu brauche ich natürlich wieder einen Gast mit dabei. Ist mein Teamkollege, der wunderbare Dullen Mike. Was geht, Jungs? Moin, Meister. Moin. Ja, Squad Builder Battle haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Dullen auf jeden Fall einer der besten Spieler der Welt. Das wird heute bestimmt ein spannendes Match. Ja, Dullen, ich hab Bock. Hast du Bock? Klar hab ich Bock. Bin natürlich jetzt gespannt. Die Future Stars kamen gerade erst raus. Sind natürlich einige Spielbälle dabei, also würde ich sagen, hoffentlich lässt sich der gut spielen. Ich starte heute mit der 4-3-3, der vierten mit dem 10er. Dullen, du hast die 4-2-3-1-Formation. Und ich würde sagen, der Gast beginnt. Ich halte direkt mein Board rein. Okay. Kannst mal deine Spieler reinschauen. Dann fange ich direkt mal an. Im LZOM habe ich eine SPC-Karte, die ich abgeschlossen habe. War relativ billig, hatte aber ganz nice Stats. Und zwar habe ich mir da Balbuena geholt. Zentraler 10er ist eine Scream-Karte. Da habe ich Payet. Und rechter 10er ist, glaube ich, UCL irgendwas. Und da habe ich Memphis Depay. Okay, krass, dass du mit den dreien durchkommst. Ich hatte alle drei auf dem Zettel. Payet wollte ich eigentlich fast aufschreiben, aber ich bin am Ende mit der La Liga Santander gegangen, mit Benzema, mit Fekir und mit Mollet aus der Liga zum Linken. Ja. Dembélé. Let's go. Den da einen Mollet da, den habe ich mir auch angeguckt auf jeden Fall. Jetzt halte ich das Board mal rein. Bei mir geht es um die beiden Flügelspieler. Linker Flügel ist bei mir der gute Antoine Griezmann in Form. 90er, hat fast 300k gekostet, habe auf jeden Fall Bock, den mal zu testen. Und rechter Flügel ist bei mir eine Goldkarte, und zwar der gute Florian Thauvin, um einfach Dembélé auf volle Chemie zu bringen. Ja, ich habe Mbappé und Ousmane Dembélé aufgeschrieben, sonst kannst du auch beide behalten. Ja, ich glaube, das waren so die zwei offensichtlichsten Varianten von dir. Ja, vor allem, weil ich weiß, dass du Mbappé schon im Verein hast, deswegen. Jo, wir konnten ja bisher alle unsere Spieler behalten, aber ich sage, machen wir jetzt weiter mit den Sechsern und ich stehe als erstes rein. Ich hoffe, du hast das Brett bereit. Linken Sechser habe ich den Headliner Sanson für Perfect Link und rechts habe ich mir Frankie de Jong geholt. Ach man. Der Sanson war so offensichtlich, geisteskrank. Aber ich habe mich am Ende für Doucouré aus der Premier League entschieden, weil er eben ein bisschen, ja, unauffällig ist. Und daneben noch Thiago Mendes Fitness. Ja, den habe ich leider verpasst, den Mendes Fitness. Sonst hätte ich den beim Qualifier gezockt, statt Renato Sanchez. Aber ja, bin ich jetzt natürlich froh, dass ich beide behalten durfte. Ich sagen, habe ich direkt das Board ready? Ja, bei mir geht es jetzt wieder um drei Spieler. Und zwar um den 10 und die zwei ZMs. ZOM ist bei mir eigentlich ein Mittelstürmer. Und es ist der gute, wo haben wir ihn? Karim Benzema, was ist das, Totti-Nominee. ZM ist bei mir auf der linken Seite, eine Karte, die hast du 100% nicht, und zwar ist es Sandy Cazorla von Miss. Ich richtig Bock auf den, ich habe den mal ein bisschen angetestet und der war echt gut bei mir. Und rechter ZM ist ähnlich wie bei dir, Headliner Sanson. Sanson. Ah, Junge, ich habe De Jong, Depay und Tolisso aufgeschrieben. Let's go. So, Mittelfeld und Angriff sind jetzt komplett. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil bei uns die meisten Spieler alle schon, ja, auf volle Chemie sind. Dullen, du darfst da mal anfangen mit deinem Rechtsverteidiger und Linksverteidiger. Ich halte schon rein. Jo, Linksverteidiger wirst du wahrscheinlich nicht haben. Und zwar habe ich da Nico Schulz. Und Rechtsverteidiger habe ich dir auch einen Future Star, und zwar Emerson. Ja, Linksverteidiger habe ich Theo Hernandez aufgeschrieben, weil es da wirklich komplett random war. Ja, und Rechtsverteidiger darfst du leider nicht den Emerson testen. Den habe ich nämlich aufgeschrieben. Schade, Dullen. Da kannst du direkt mal deinen Bronze-Keeper reinstellen. Schade, Dullen. Dann mache ich das doch direkt. Let's go. Ja, ich habe mir jetzt als Rechtsverteidiger Iñaki Peña geholt. Auch von FC Barcelona. Hoffentlich spielt der dann wenigstens andersweise gut. Ich würde sagen, dann halte ich jetzt mal deine Außenverteidiger rein. Jo, ich fange mit dem Linksverteidiger an. Da steht bei mir eine Karte. Die spiele ich eigentlich schon das ganze Jahr. Ist eigentlich ein Rechtsverteidiger, und zwar der gute Nelson Semedo. Gekauft für 100k genau. Und Rechtsverteidiger. Hätte bei mir ja alles sein können, weil die alle vorne schon nach voller Chemie sind. Ich habe mich aber für das eigentlich Offensichtlichste entschieden, was aber eigentlich auch komplett unoffensichtlich ist. Und zwar Sakai von Marseille. Non-Rare. Ja, da war eigentlich gerade Werte High Work Rates. Vor die Alban Malqui aufgeschrieben. Schade. Okay, nice. So, jetzt fehlen noch die beiden Innenverteidiger und der Torwart.
Und ich kann schon mal sagen, ich bin jetzt ziemlich viel Risiko gegangen. Er braucht ja eigentlich noch einen Barcelona-Link für Frenkie de Jong. Und ich sage jetzt schon, ich habe was Kreatives aufgeschrieben. Ja, okay, dann bin ich mal gespannt. Und zwar als Barcelona-Link habe ich, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ach, Concept erstmal aus. Und zwar habe ich da Scream Piqué genommen. Eigentlich eher meine Maschine gewesen. Linker Innenverteidiger habe ich in Form Hummels und im Tor Ter Stegen. Okay, sehr, sehr offensichtlich. Ich dachte nicht, dass du mit Barca gehst, weil ich habe gerade noch, habe ich ihn noch so gefragt, kann ich eigentlich auch den Boss-Move machen und einfach zwei Barca-Innenverteidiger aufschreiben? Und er meinte so, ja, klar. Und dann dachte ich mir so, ja, dann schreibe ich halt einfach mal eine Ikone auf. Und dann habe ich Frank Rijkaard aufgeschrieben. Im Tor dann dazu Cillessen und linker Innenverteidiger, du wirst es ahnen, Mats Hummels. Ja, der also, war schon ein bisschen offensichtlich. Der war ein bisschen offensichtlich. So, in die linke Innenverteidiger habe ich mir jetzt Nico Schlotterbeck reingestellt, richtige Legende auf jeden Fall. Spielt leider nur bei Instagram. Ja, genau. Spielt leider nur auf 6 Chemie. Wird hoffentlich rasieren auf jeden Fall. Hat richtige Maschinen um sich rum. Dann würde ich sagen, halt jetzt mal deine Spieler rein. Ich habe bei dir eine Ikone aufgeschrieben. Ich habe mir selber einfach eine Ikone reingestellt und zwar einen guten. Wo habe ich ihn? Sol Campbell 87er als linken Innenverteidiger. Rechter Innenverteidiger könnte ja dann bei mir wieder alles sein. Da ist bei mir Romagnoli Scream und im Tor Donnarumma in Form. Ja, Varane, Militao und Courtois. Kannst du alles behalten. Let's go, volles Team. Bin echt zufrieden mit meinem Team. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube 7 oder 8 mit Sakai. Verschiedene Special, also verschiedene Kartentypen. Alles gut. So, da ist der Dolmike auch drin. Wir sehen es unten schon. Moussa Dembélé heißt das Team. 92 Chemie nur. Ist auf jeden Fall ein kleiner Vorteil für mich. Und da wir beide ja, ich sag mal, Pros sind, haben wir auch den Vorteil, dass wir auf eigenen Servern spielen können. Und da wird auch am Anfang das Gegnerteam angezeigt. Das werdet ihr hier gleich sehen. Ist auf jeden Fall nice. Gibt es bei den anderen Squad Builder Battles dieses Jahr leider nicht zu sehen. Hier haben wir es. Dullen United. Ja, die Verteidigung sieht auf jeden Fall anfällig aus, finde ich. Ja, ich glaube jetzt nicht. Also zum Durchschicken garantiert. Ach, das ist ja mein Torwart. Oh nee. Oh nein, was ist das denn? Oh, let's go, Nico, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ein Klatsch, Romagnoli. Hä? Bäh! Oh, Junge! Das wäre so hässlich gewesen, aber juckt mich kein Meter. Hä? Was ist denn das? Der Pfeil ist ja komplett scheiße. Wen habe ich noch mal im Tor? Donnarumma. Donnarumma, stimmt. Aber Pfeil ist bisher komplett Rudenhart. Ey, Mann! Pfeil, ich würde die Halbzeitstatistik gar nicht sehen. Halbzeitfazit, Donnarumma, bester Mann. War jetzt andere Gurke. Er hat echt drei krank gute Spots gehabt und nichts gemacht. Oh nein. Hey, was war der denn? Komm, Greasy. Zieh. Komm, der ist lahm. Ja, Greasy. Greasy, Mann. Junge, das sind seine Spots. Oh, oh mein Gott. Ey. Ja, Campbell, Maschine. Ist alles gut. Nee. Nee, jetzt nicht den Sinn kassieren. Ja! Junge! Ich habe ja noch nie einen so schlechten Spieler gespielt. Mann, dann macht er wieder so einen hinten. Bitte. Ja. Hä? Was macht der? Ja, let's go! Schade, Dullen. Schade, Dullen. Ah, das ist so unangenehm. War das Nico? War das Nico? Ja, ich dachte, er hätte. Und der ist Stegen. Ja, nimm mal mit. 1-0, let's go. Boah, Campbell. Ja, nee, Junge! Mann, das eine Mal, dass er was sagt. Junge, ich mach extra Notbremse. Oh, Junge, Dimitri. Boah, wie wichtig. Das Ding. Hey, komm. Hey. Boah, Lucky. Ich höre das Spiel für den Gegner. Oh. Ah, Verlängerung. Ey, Verlängerung. Krankes Spiel. Jo, bist du echt krank? Nein. Komm, Benze. Egal. Als ob das keine rote ist. Was denkst du? Das ist gelb. Das war eine. Also, wenn das keine Notbremse war, ach du Scheiße. Gutes Foul. Boah, Grüß macht mir gerade Freekicks.
hätten wir jetzt reingepfeffert. Ist war so klar, dass du das Eck schießt. Schade. Wichtig für dich. Okay. Halbzeit, Mann. Zum Glück war es keine Rose, sonst wäre es halt sogar denk noch ein Discard. Ja, stimmt. Stimmt, ganz vergessen. Oh mein Gott, der wird so hops genommen. Schön greedy. Komm, let's go, Benzema. Oh, geiler Pass von Dembélé. Und Greasy auch endlich mal gut durchgesetzt gegen den Keeper. Wichtig, wichtig. Ey, das ist ja kacke. Du kannst halt jetzt mit voller Ausdauer Teampressing raufpilzen. Ja, Semedo. Nein. Ey, ihr wollt mich doch... Oh mein Boah, Gott. Du passt nicht. Das, was haben wir da rüberlegen müssen, komplett. Alter. Na, auf jeden Fall ein intensives Spiel jetzt auch wieder. 6 Chancen in der Verlängerung. Und ja, den ersten 90 Minuten waren sowieso krass. Ich würde sagen, wir sehen uns beim Discard. So, du hast 4, 2, 3, 1. Genau. Wir wären der wertvollste. Boah, ich weiß gar nicht. Depay? Depay 200, glaube ich. Ja. Okay, löst mal deinen rechten Sechser ab. Ja, Piqué. Ja. Schade, Piqué. Ja, den kann ich ja eh discarden, oder? Ah, ne. Den kann ich ja auch trotzdem wiederholen. Stimmt, wir haben es ganz vergessen zu sagen. Es gibt ja jetzt das neue Ding, nenne ich jetzt einfach mal in FIFA, dass wenn man einen Spieler gediscardet hat, dass man die wiederholen kann. Deswegen machen wir es jetzt so, dass wir die Spieler einfach dann in eine Gold-Upgrade-SBC reinhauen, dass sie halt wirklich weg sind. Dass es sich wirklich schmerzhaft anfühlt. Hast du gemacht? Noch nicht. Jetzt. Ah, schade, Dog. Hast du ja noch gespielt hin und wieder? Nee. Aber manchmal ich habe den halt tatsächlich selber aktuell in meinem Team drin. Deswegen, ja, habe ich den extra nicht eingebaut. Alles gut. Ja, dann war es das auch mit dem Video. Danke auf jeden Fall, Dulli, dass du dabei warst. Kein Ding, Bro. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Abschlussfazit zu Dembélé. Ist jetzt nicht so krass aufgefallen im Game bei mir, weil ich habe halt fast alles über die linke Seite gemacht, wegen dem Keeper bei Dullen. Der Pass zum 2-1 bei mir war auf jeden Fall nice von ihm, aber wie gesagt, ich kann jetzt kein so gutes Fazit zu ihm geben. Dullen, was sagst du zu Dembélé? Ja, Dribbling ging jetzt nicht, es ging schon fit, aber er ist halt nicht so geschaffen für FIFA 20, würde ich sagen. Gibt es auf jeden Fall bessere Future Stars, zum Beispiel den Brasilianer Linksmittelhilfe Menu, der ist geil. Dann der eine, wie heißt der Sechser, der Italiener? Tonali, der ist andere Maschine, ja. Diaby, vielleicht ist der gut, wenn ihr es rausfinden wollt. Wir haben bei Dullen auch ein Video aufgenommen, Link ist ganz, ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall ab, es ist ein Diaby bei For Sky. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.